kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Einen guten Abend am Dienstag und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Allgäu TV Nachrichten. Wir waren wieder fleißig und herausgekommen ist das hier. Expertentalk mit einem Regionalarzt. So schützen Sie Ihr Kind vor Grippe und Co. Geschichten von gestern und vorgestern. Erzählcafé in Bernbeuern bringt Generationen zusammen und buntes Eierlei. Zu Besuch im Ostereiermuseum in Nesselwang. Hast du zwei Kinder im Kindergarten, ist die Familie den ganzen Winter krank. Ja, das ist zwar kein Sprichwort, aber nach diesem Winter würden das viele Familien unterschreiben. Denn wenn die Viren erstmal da sind, steckt sich oft einer am anderen an. Und das geht natürlich auch zu Hause so weiter. Denn gerade an Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, steckt man sich natürlich besonders schnell an. Zum Beispiel auch in Kindergärten, Schulen und so weiter. Warum das so ist und wie Sie sich und Ihr Kind schützen können, darüber hat Julia Stapel mit einem Experten gesprochen. Also die Grippewelle war dieses Jahr so schlimm wie seit 10 Jahren nicht mehr. Besonders anfällig sind dafür unter anderem Kinder, denn die sind in Kitas, Schulen und Kindergärten unterwegs. Und ja, das erhöht natürlich auch die Ansteckungsgefahr. Ja, wir sind heute zu Gast bei Bernd Fischer. Er ist Regionalarzt bei den Allgäuern Johannitern. Herr Fischer, warum sind denn gerade besonders Kinder anfällig für die Grippe? Die Schwierigkeit bei Kindern ist, dass Kinder noch kein vollständig ausgeprägtes Immunsystem haben. Die ganz Kleinen, wenn sie auf die Welt kommen, haben noch den Nestschutz der Mutter. Also die haben das Immunsystem der Mutter noch mitbekommen. Und dann muss sich das eigene Immunsystem erst entwickeln. Und das stellt natürlich eine Phase dar, wo Kinder anfällig werden. Das nächste ist, dass Kinder, wenn sie außer Haus kommen, wenn sie mit anderen Kindern, mit anderen Menschen in Kontakt kommen, dann eben vielen Keimen ausgesetzt sind, die der Körper einfach noch nicht kennt und wo der sich dann einfach dran gewöhnen muss und erst entsprechende Abwehrstoffe entwickeln kann. Mhm. Ja, und wie schätzen Sie das ein? Ist es vielleicht auch ein Grund, dass berufstätige Eltern ihre Kinder dann halt doch auch mit einem Schnupfen mal wieder in die Schule oder in die Kita schicken? Also würden Sie sagen, dass die Kita oder auch der Kindergarten ein Risikofaktor ist? Also die Kindertagesstätte oder auch ein Kindergarten ist sicher kein Risikofaktor. Ja, natürlich gibt es dort mehr Keime, aber Busfahren ist genau das Gleiche oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen in jedweder Art. Dann müsste man schon das Kind zu Hause einsperren und dürfte es nicht mehr zu anderen Menschen, zu anderen Kindern lassen. Da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Je kränker ein Kind ist, desto eher sollte es zu Hause bleiben. Aber ein bisschen Schnupfen halte ich jetzt durchaus für eine Möglichkeit, das Kind trotzdem in die Kita oder in den Kindergarten zu lassen. Genauso wie die Schule dann irgendwann. Und wann würden Sie denn sagen, muss das Kind wirklich daheim bleiben? Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte, ein bisschen individuelle Geschichte. Richtig zu Hause bleiben, würde ich sagen, immer dann, wenn das Kind Fieber hat oder wenn es dem Kind so schlecht geht, dass es im Bett bleiben muss oder dass es einfach nicht an dem täglichen Spielleben im Kindergarten zum Beispiel teilnehmen kann. Dann sollte es auf jeden Fall zu Hause bleiben. Da sprechen zwei Faktoren dafür. Faktor 1, es geht um das Kind, das krank ist, dass das einfach zu Hause bleiben kann und sich ausruhen kann, so wie das ein kranker Mensch sonst auch tut. Und die zweite Geschichte ist natürlich, ja, irgendwann kann es auch zur Infektionsquelle werden. Und dann haben wir das Problem, dass in den Kindertagesstätten sich das Infektionskrankheiten ausbreiten können, was ja nicht Ziel der Übung ist. Ja, und jetzt ist mein Kind gerade gesund und schon hat es wieder eine neue Erkältung. Ab wann muss ich mir denn Sorgen machen? Also selbst mit einem unausgereiften Immunsystem, ab wann ist es nicht mehr normal? Schwierig. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass 7 bis 8 so kleine Erkältungchen im Jahr sind durchaus normal. Das kann man immer sagen, so einen kleinen Infekt, der mal kommt und mal geht. Das ist völlig in Ordnung. Je älter das Kind wird, desto weniger sollte das werden. Bei Erwachsenen sind es so 5 bis 6 Mal. Die Tatsache ist, dass wenn das Kind ständig krank ist, ständig krank bedeutet, über 14 Tage nur noch krank im Bett liegt, wenn das Kind ständig Fieber hat, wenn das Kind ständig Schwierigkeiten hat, dann sollte man mal den Kinderarzt aufsuchen und mal sagen, dass hier irgendwas komisch ist. Dann kann man es immer noch abklären und dann kann es immer noch natürlich sein, dass das Kind das halt einfach braucht.
zum Entwickeln des Immunsystems. Es kann aber genauso gut sein, dass man dann was findet und sagen muss, okay, hier ist was. Dieser Grad, wo man sagt, okay, jetzt ist es gefährlich oder es ist nicht gefährlich, der ist relativ schmal und das ist nicht immer abschätzbar für Eltern. Also lieber, wenn man sich unsicher ist, fragen und dann sagen, es war nichts. Das heißt nicht, dass man wegen jedem Schnupfen zum Kinderarzt muss. Okay, und gibt es vielleicht auch ein paar Sachen, die man im Voraus einfach machen kann, um das Immunsystem vom Kind zu stärken? Ja, also Kinder, die nur zu Hause sitzen, die haben einfach nicht die Möglichkeit, das Immunsystem zu entwickeln. Es gibt aus älteren Zeiten den schönen Spruch, schmutzige Kinder sind glückliche und gesunde Kinder. Und dieser Spruch stimmt tatsächlich. Kinder sollen ruhig mit der Welt draußen in Kontakt kommen. Die sollen tatsächlich mit Keimen in Kontakt kommen. Die sollen auch mal im Sandkasten spielen oder mal draußen spielen. Die sollen an die frische Luft kommen. Das hilft dem Immunsystem. Die sollen auch mit anderen Leuten in Kontakt kommen, um eben das Immunsystem entwickeln zu können. Denn immer Keime, die das Immunsystem nicht kennt, die sind für das Immunsystem schwierig. Bekannte Keime sind für das Immunsystem nicht schwierig. Und ja, jetzt ist es dann hoffentlich bald vorbei mit der Grippe, sagen auch viele Ärzte. Wie kommt es denn eigentlich, dass so eine Grippewelle anfängt abzuklingen? Das hängt so ein bisschen mit den Temperaturen zusammen. Wir haben im Winter insgesamt alle zusammen, da sind die Erwachsenen genauso, ein schlechteres Immunsystem als in den Sommermonaten. Das hat was mit Sonne zu tun, das hat was mit Kälte zu tun, das hat was damit zu tun, dass bestimmte Keime in der Kälte einfach aggressiver sind. Da gehören zum Beispiel auch die berühmten Noroviren mit rein. Und je wärmer es wird, desto leichter tut sich unser Körper dann auch wieder mit solchen Erkrankungen fertig zu werden. Das ist das eine. Und das zweite, irgendwann sind ja alle mal krank gewesen, haben dann eine gewisse Immunität und können dann auch nicht mehr krank werden. Und das ist auch das Prinzip einer Impfung zum Beispiel, dass nicht nur der geschützt ist, der die Impfung hat, sondern vielleicht auch der Übernächste, weil der dazwischen nicht krank werden kann, weil er geimpft wird. Und so ähnlich funktioniert das. Es ist jetzt in einfacher Form. Ja, dann hoffen wir, dass wir es jetzt endgültig überstanden haben. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal viel Gesundheit und Ihnen natürlich auch, liebe Zuschauer. Und damit gebe ich zurück ins Nachrichtenstudio. In wohl fast jeder Familie oder Wohngemeinschaft gibt es regelmäßig Streit, wer die Küche aufräumt. Und auch in der Justizvollzugsanstalt in Kempten ist dieses Thema Anlass für Reibereien gewesen. Im Vergleich mit einem WG-Streit musste sich hier aber das Gericht damit befassen. Hier prügelten sich Insassen der JVA wegen ein paar Tropfen Tomatensoße. Zwei Häftlinge beschuldigten einen 24-jährigen Mithäftling, nach dem Kochen die Küche nicht richtig sauber gemacht zu haben. Daraufhin entbrannte ein Streit. Der endete nach mehreren Faustschlägen mit einer Gesichtsverletzung des 24-Jährigen, der nun wiederum die beiden anderen der Körperverletzung bezichtigte. Geschlagen hatte nach Auffassung des Richters nur einer der Angreifer, der andere wurde dann auch freigesprochen. Vielleicht ein kleines Plädoyer für Arbeitsteilung und Küchenpläne. So, mehr Kurznachrichten aus der Region gibt's gleich nach der Werbung. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Ganz oben, Obertauern. So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Ich muss jeden Plan aus der Zukunft betrachten. Deshalb suche ich nach Produkten, die auch nach Jahrzehnten noch innovativ sind. Eben ganz schön Josko. Das Fenstersystem mit Weitblick. Außen ein Look in Alu, innen beliebig mit Holz oder Kunststoff kombinierbar. Mehr Infos auf josko.de. Abgefahren. Mit dem Schulbus unterwegs. Immer an anderen Orten und Schulen und jeden dritten Mittwoch im Monat bei Allgäu TV. Abgefahren ist Ihr Magazin rund um das Thema Schule. Mehr Infos unter allgäu.tv. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat
unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Das Allgäu ist für mich Heimat, also mein persönlicher Rückzugsort, um einfach wieder Kraft zum Tanken, wieder neue Energie zum Schöpfen. Und da ist einfach das Allgäu mit seinen Leuten, mit meiner Familie und aber auch mit der Umgebung einfach ganz besonders und für mich unersetzbar. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Die Nachrichten am Dienstag beginnen mit einem großen Drogenfund in einem Fernbus. Am Sonntagmorgen beschlagnahmte die Bundespolizei bei Lindau rund 7,4 Kilogramm Haschisch. Die Polizisten hatten einen Bus aus Barcelona kontrolliert und das Gepäck zugeordnet. In einem Koffer, der dabei übrig blieb, wurden unter Kleidung versteckt 9 Päckchen gefunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Haschisch. Der Koffer gehörte einem bereits polizeibekannten 28-Jährigen. Der mutmaßliche Drogenschmuggler wurde gestern Vormittag dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Aufregung um Dammsanierung. Die kürzlich bekannt gewordene Dammsanierung am Forkensee verursacht bei vielen Anrainern große Sorgen. Weil der Stausee erstmals nach 64 Jahren saniert werden muss, könnte er nicht wie sonst üblich zum 1. Juni vollgelaufen sein. Das könnte wiederum für die Schifffahrt, für den Segelverein und die Fischer massive Einbußen bedeuten. Wann mit der Sanierung begonnen werden soll, ist noch nicht bekannt. Der Betreiber Uniper Kraftwerke rechnet aber nicht damit, dass der Forkensee den ganzen Sommer über leer bleibe. Ein 38-Jähriger ist am Wochenende mit einem Paraglider tödlich verunglückt. Der Mann war am Sonntagnachmittag in Bezau im Bregenzer Wald abgestürzt. Die Vorarlberger Polizei berichtet, dass zum Absturzzeitpunkt leichtböige Windverhältnisse herrschten und die Sonne schien. Beim Landeanflug klappte der Schirm des 38-Jährigen dann plötzlich zusammen und er stürzte etwa 20 Meter ungebremst in die Tiefe. Er verstarb noch am Unfallort. Warum der Schirm zusammenklappte, ist noch nicht geklärt. Polizistenmangel. Allein im Polizeipräsidium Schwaben-Südwest fehle es an 175 Beamten. Das bedeutet einen Mangel von knapp 10%. Das geht jetzt aus Zahlen des bayerischen Innenministeriums heraus, die von der bayerischen SPD angefordert wurden. Bayernweit hätten die Polizistinnen und Polizisten demnach rund 2 Millionen Überstunden angehäuft. Im für das Allgäu zuständige Polizeipräsidium Schwaben-Südwest gäbe es insgesamt 1.795 Stellen. 175 davon seien unbesetzt. Ein Ölteppich hat sich über das gesamte Wochenende hinaus am Lindauer Hafen ausgebreitet. Bereits am Freitag hatte ein Mitglied der Wasserwacht das Öl bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Der Ölteppich breitete sich auf einer Fläche von 120 auf 90 Meter zwischen Römerbad und Löwe aus. Auch nachdem Feuerwehr, Polizei und Abwasserexperten alle Kanalzuläufe und Boote überprüft hatten, blieb ungeklärt, woher das Öl kam. Da am Samstag immer noch ein Ölfilm auf dem Wasser zu sehen war, suchten die Einsatzkräfte weiter nach der Quelle, konnten diese aber nicht ausmachen. Am Sonntag hat sich dann der Polizei zufolge der Diesel verflüchtigt. Eine Gefahr für den Bodensee habe aber nie bestanden, so die Polizei. Entscheidung. Heute Abend fällt die Entscheidung über das Oberstdorfer Langlaufstadion. Der Gemeinderat berät heute darüber, wie das Stadion im Ried für die Ski-WM 2021 aussehen soll. Zur Auswahl stehen aktuell noch 2 Varianten. Eine, bei der bei größeren Events trotzdem noch Container aufgestellt werden müssten. Dabei würde einfach an das bestehende Stadion angebaut. Und bei der anderen Variante würde am Kopf des Parkplatzes ein neues Gebäude gebaut werden. Das wäre aber etwas teurer. Damit bis 2021 aber auch alles fertig ist, soll heute Abend eine Entscheidung fallen.
Der Lindauer Stadtrat will erreichen, dass der Freistaat Bayern die Kosten für Betreuung in Krippen und Kindergärten übernimmt, so wie es bereits in anderen Bundesländern der Fall ist. Bisher müssen die Eltern selbst für den Kostenanteil aufkommen. Wegen hoher Mieten und anderer Unkosten, die junge Familien oft an ihre finanziellen Grenzen bringen, fordern die Stadträte, dass der Freistaat die Kosten trägt. Die Stadt Lindau zahlt im Jahr bereits 2,8 Millionen Euro für die Kitas. Trinkwasserklage abgewiesen. Der Münchner Verwaltungsgerichtshof hat jetzt eine Klage der Gemeinde Trunkelsberg gegen den Allgäu Airport abgewiesen. Die Gemeinde hat zuvor bereits vor dem Augsburger Verwaltungsgericht ebenfalls erfolglos geklagt. Die Gemeinde sorgt sich um die Trinkwasserqualität und deutete unter anderem auf mögliche Altlasten des angrenzenden ehemaligen Militärgeländes hin. Ein Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes wies diese Sorgen jedoch zurück. Beide Gerichte stützten sich jetzt auf dieses Gutachten. Der Allgäu Airport muss lediglich ein Regenwasserrückhaltebecken bauen. Der Marktoberdorfer Nachwuchsschwimmer Marius Kusch holte bei der amerikanischen Meisterschaft in Greensboro gleich 6 Meisterschaftstitel. Die amerikanische College-Meisterschaft ist der Höhepunkt des Hochschulsports in den USA. Seit 2016 geht der Marktoberdorfer für die Queen's University of Charlotte an den Start. Mit den 6 Titeln war Kusch der erfolgreichste Athlet der Meisterschaft. Skisaison beendet. Der Skigau Allgäu hat seine besten Nachwuchsfahrer geehrt. Am Lena Weiß Cup, ein Skicup speziell für Jugendliche, haben auch in diesem Jahr die besten Nachwuchsfahrer des Allgäus teilgenommen. Veranstalter Thomas Keck vom ASV Kempten zieht eine positive Bilanz zum Saisonverlauf. Hier ertragen sich dann wirklich, hier duellieren sich dann wirklich die besten Fahrer des Allgäus. Und wie gesagt, das Finale jetzt in Oberjoch am Atta, also am alpinen Trainingszentrum des Allgäus, das hat jetzt wieder, da haben wir wieder sehr gut Werbung machen können, auch für das Allgäu, also auch für die Region Allgäu, auch für das Trainingszentrum. Und da hat auch alles sehr gut und harmonisch funktioniert und ja, war super. Der Skibetrieb ruht jetzt für ein halbes Jahr. Im Herbst startet der Skigau Allgäu dann wieder mit Konditionswettkämpfen in die neue Saison. Wer wird bayerischer Eishockeymeister? Für die Indians des ECDC Memmingen und die Islanders des EV Lindau geht es heute Abend um alles oder nichts. Die beiden Eishockey-Oberligisten treffen in der bayerischen Playoff-Meisterschaft zum 3. und damit letzten Mal aufeinander. In der Best-of-Three-Serie hatten beide jeweils einen Heimsieg geholt. Heute Abend entscheidet sich jetzt, wer den Pokal holt. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Memminger Eissporthalle. Savchenko vor Karriereende? Die für Oberstdorf startende amtierende Eiskunstlauf-Olympiasiegerin und jetzt auch Weltmeisterin Aljona Savchenko denkt offenbar ans Aufhören. Ich muss erst nachdenken, sagt die 34-Jährige, als sie darauf angesprochen wurde. Möglich ist eine Folgekarriere im Trainerbereich, eventuell sogar in Oberstdorf. Nach dem Olympiasieg in Südkorea folgte vergangene Woche noch der WM-Titel. Savchenko und ihr Partner Bruno Massot laufen seit 4 Jahren für den EC Oberstdorf und damit für Deutschland. Ja, und soweit die Nachrichten für heute. Und ob der Winter auch über sein Karriereende nachdenkt, die Antwort gibt's vielleicht jetzt im Wetterbericht. Die Nacht bringt Regen im gesamten Allgäu. Im Westallgäu kann er auch als Schnee runterkommen. Besonders kalt wird es nicht, die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad plus. Nach der nassen Nacht folgt ein ebenso nasser Mittwochvormittag. Es regnet weiterhin überall, dafür wird es mit bis zu 10 Grad plus etwas wärmer. Die Temperaturen steigen am Nachmittag noch ein bisschen weiter und liegen dann zwischen 9 und 12 Grad. Die Regenwolken wollen uns leider nicht verlassen, sie bringen weiterhin Niederschläge für die ganze Region. Auch in den Skigebieten wird es nass, am Nebelhorn besteht noch die Chance auf Schnee, ansonsten erwartet die Skifahrer ebenfalls Regen. Die Temperaturen liegen bis auf in Bolsterlang überall im Plusbereich. Teilweise werden sie sogar zweistellig mit bis zu 12 Grad. Ab Donnerstag wird es wieder freundlicher. Uns erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken. Das bleibt auch am Freitag so. Da wird es dann sogar bis zu 14 Grad warm. Der Samstag wird dann wieder kühler und bewölkter. Es bleibt aber trocken.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer. Ich jedenfalls höre älteren Leuten immer gerne zu, wenn sie Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend erzählen. Man lernt sie dabei von einer ganz anderen Seite kennen und erfährt gleichzeitig oft etwas über das, was heute ist. Und im Gespräch mit anderen älteren Menschen kommt dann auch manchmal die eine oder andere lustige Anekdote ans Tageslicht. In Bernbeuren am Auerberg hat man deshalb das Erzählcafé gestartet. Mehrmals pro Jahr kommen hier meist ältere und immer wieder auch jüngere Menschen zusammen, um Geschichten zu erzählen und auch um sie zu hören. Alle 2 bis 3 Monate wird die Bücherei über der Grundschule in Bernbeuren zum Erzählcafé. Dann kommen hier überwiegend ältere Menschen zusammen, um, der Name sagt es bereits, zu erzählen. Damit soll zum einen der Zusammenhalt im Dorf gestärkt werden, zum anderen geht es aber auch um das Miteinbeziehen gerade dieser älteren Menschen. Wir waren in Augsburg auf einer Schulung von den Büchereien beim St. Michaelsbund und die haben ja gesagt, dass durch den demografischen Wandel gibt es nicht nur viele Kinder, sondern auch irgendwann viele Rentner und ältere Leute, wo man ja auch schauen kann, ob man da ein Angebot für die bereitstellt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein gemütliches Erzählcafé, wo man auch immer Ausstellungen dazu macht, um mit diesen Gegenständen auch Erinnerungen wachzurufen. Thema dieses Mal sind die Fastenzeit, Ostern und alles drumherum. Speziell Bräuche, Aberglauben und was es früher für Regeln und Traditionen zu beachten gab, kamen zur Sprache. Im Gespräch kommen da Sachen raus, wo du denkst, ach, das war bei uns auch so oder das hat man bei uns auch so gehandhabt. Einfach die nette Runde, die sich da grundsätzlich einfindet und weil man einfach wieder ein bisschen zurückversetzt wird in seine Kindheit, egal was es für ein Thema haben, es ist einfach immer nett. Das Erzählcafé hat inzwischen zahlreiche Stammgäste gewinnen können, aber es kommen auch immer wieder neue Besucher dazu. Allen gemein ist, dass sie es genießen, von der Vergangenheit zu hören, aber auch über sie zu sprechen. Ja, mei, wenn man so von früher erzählen kann, ich finde das ganz interessant, wenn man hört, was andere erzählen. Weil ja hier erstens die netten Leute da sind und mich interessieren Dialekte. Ich komme aus Oberbayern und mich interessiert das, was da erzählt wird und was da passiert. Und ich habe einen Haufen Geschichten aufgeschrieben auch und die lese ich ab und zu auch wieder vor, weil ich aus der Schule ja komme und da habe ich natürlich nette Sachen. Gell. Was wir gerade eben auch geredet haben, dass Fasten bis zum Karsamstag Mittag war. Am Vormittag hat man schon für den Sonntag gekocht, Bräcknödel, Suppe und so weiter. Und nach 12 Uhr hat man erst Mittagessen, weil da hat man dann nicht mehr fasten müssen. Das Erzählcafé in Bernbeuren beweist, dass man bereits mit verhältnismäßig kleinem Aufwand viel tun kann, um ältere Menschen nicht alleine zu lassen und gleichzeitig die Dorfgemeinschaft zu stärken. Und das Schöne ist, Geschichten gehen niemals aus. Hier gibt es immer was zu erzählen. Ich habe ein Taschentuch gehabt mit auch so Hasen drauf und das hat mir so gut gefallen, das habe ich bis heute aufgehoben. Oh. Der verkaufsoffene Sonntag ist immer wieder Streitthema zwischen Politik und Gewerkschaften. Jetzt gibt es wieder einen neuen Vorstoß der bayerischen FDP. Geht es nach den Liberalen, sollen im Freistaat bald alle Grenzen für Ladenöffnungszeiten fallen. Argumentiert wird mit neuen Arbeitsplätzen, die davon geschaffen würden. Davon würden aber nur große Ketten profitieren, wehrt sich die Gewerkschaft Verdi und sorgt sich darum, dass den Beschäftigten im Handel schon jetzt immer weniger Zeit zur Erholung und für die Familie bliebe. Auch kirchliche Vertreter beklagen, dass der Heilige Sonntag seine Bedeutung als Ruhetag immer mehr an Bedeutung verliere. Im Oberallgäu gibt es jetzt die Allianz für den Freien Sonntag. Mit Vertretern von Gewerkschaften und Kirche, die hat angekündigt, Anträge für verkaufsoffene Sonntage jetzt noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Kurze Pause nochmal, dann geht es weiter und dann wird es nochmal österlich bei uns. Bis gleich. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung.
Ich denke, es ist gut, wenn man sich schon frühzeitig ein bisschen was ins Leben reinbringt, was man dann im Alter noch weiterführen kann. Ich habe 30 Jahre Besuchsdienst gemacht im Altenheim, einfach Menschen begleitet. Ich bin glücklich mit meinem Garten. Die Aromatik, dieses Anbauen und Ernten, auch das Wissen weiterzugeben. Es macht ja auch Spaß, wenn es einem gut geht, wenn man spürt, es bekommt mir. Kräuter haben Inhaltsstoffe, die uns übers Essen weiterbringen. Die Brennnessel, die reinigt und Eisen wiederbringt und viele Mineralien. Die Samen aufs Brot, das ist eine Energiebombe. Ich habe auch einen Schrank, da ist alles nach ABC sortiert. Wenn es Bedarf gibt, ist es da. Ich habe Freiraum, weil ich das leben darf, was mir am Herzen liegt. Das ist eine schöne Phase, eine ganz schöne Lebensphase. Vielleicht haben Sie es die letzten Tage ja auch schon gemacht, selber Ostereier gebastelt und damit die Wohnung dekoriert. Oder vielleicht haben Sie sie auch verschenkt und anderen somit eine kleine Freude gemacht. Ja, für die meisten gehört das Osterei ganz fest zu den Feiertagen dazu. Und das ist nicht nur hier so. Verzierte und geschmückte Eier findet man in vielen verschiedenen Ländern und Kulturen. Wie auch die Ausstellung von Monika Nusser in Nesselwang beweist. Und mit dem Ostersonntag, der ja immer näher rückt, war das für uns die perfekte Gelegenheit, uns die Sammlung mal anzugucken, in der wirklich kein Ei dem anderen gleicht. Bestickt, bemalt, groß und kitschig oder klein und filigran, wohl kaum eine Art von Osterei, die es in dem Museum von Monika Nusser nicht gibt. Mehrere tausend Eier umfasst die stolze Sammlung bereits und es werden immer mehr. Echte Eier, vom Zebrafink bis hin zum Straußenei, Eier aus Kunststoff oder Glas. Wenn es oval ist, ist es in Monika Nussers Sammlung zu finden. Ja, das hat vor fast 40 Jahren begonnen, als meine älteste Schwester mir ein Osterei geschenkt hat mit der ganzen Familie drauf. Also die Kinder, das Pferd, die Katzen, alles war mit drauf. Und das hat mich eigentlich sehr begeistert und dann habe ich auch von Ostereiermärkten gelesen. In Bern war der große und in München. Und dann bin ich da mal hingefahren und schon habe ich die erste Tasche voll Eier heimgebracht. Und so hat sich das immer mehr wie so wellenartig nach außen bewegt. Bis nach Den Haag bin ich gekommen mit den Eiern und es wurden immer mehr. Und durch den Ostereiermarkt habe ich natürlich auch immer mehr Eier bekommen. Eier aus einer Vielzahl von Ländern hat Frau Nusser bereits zusammengetragen und auch geschenkt bekommen. Eine Geschichte verbirgt sich hinter jedem von ihnen. Manche zeigen die Kunstfertigkeit und das traditionelle Handwerk der Region, das dort in den Familien noch immer weitergegeben wird. Andere wiederum zeigen die verschiedenen Funktionen und Symbolwirkungen, die die Eier früher hatten. Eier war eine Abgabe früher. Im Kirchenjahr hat man Eier am Gründonnerstag abgeliefert an seinen Lehern. Und da waren Eier ganz, ganz wichtig. Die Hennen haben ja im Herbst nicht oder im Winter über nicht so gut gelegt. Dann hat man sie eingemacht in Soleier, in so große Töpfe. Und man hat eben früher die Eier als Zinsabgabe abliefern müssen. Es gibt sogenannte Zinseier oder auch Gründonnerstagseier gibt es auch. Heute hingegen sind sie oft richtige kleine oder auch große Kunstwerke, die man in Nesselwang zusammen mit den Natureiern bestaunen kann. Für gute Laune sorgen die bunten Farben bestimmt nicht nur in der Osterzeit, denn besuchen kann man die Ausstellung das ganze Jahr über. Ja, und uns sehen Sie auch das ganze Jahr und das nächste Mal sogar schon morgen. Dann besuchen wir unter anderem einen Hufschmied und um die Vorhaben der Bahn im Allgäu geht's auch nochmal. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Tschüss und auf Wiedersehen und machen Sie sich noch einen schönen Abend. Was bewegt Sie? Sehen Sie den Allgäu-TV-Sonnenschirm. Kommen Sie einfach auf uns zu und sagen Sie uns, was Sie bewegt. Ihre Gedanken, Ihre Sendezeit, Ihr Schirm. Alle Infos unter allgäu.tv.